Nach der Palmkirmes in Recklinghausen geht es nun wieder weiter. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Kirmes Fabian im Jahr 2014. Ich befinde mich hier heute auf der Osterwiese in Bremen, die hier vom 11.04. bis zum 27.04. an der Bürgerweide stattfindet. Den Namen Osterwiese trug die Kirmes erst seit 1933 und die Osterwiese war bisher auf 9 verschiedenen Standorten. Dieses Jahr sind hier rund 24 Großfahrgeschäfte vertreten, darunter 2 Neuheiten, nämlich die Verrückte Farm und das Fahrgeschäft Double Jump. Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim dritten Bummel überm Rummel. Ich befinde mich hier am Happy Sailor und neben mir befindet sich der Besitzer, Herr Hove. Herr Hove, wie alt ist denn der Happy Sailor? Der Happy Sailor ist nicht alt, der ist 35 Jahre jung. Wie schafft man es, ein 35 Jahre junges Geschäft noch so in Schuss zu halten? Indem man ständig dabei ist und viel Arbeit leistet und viel Geld investiert. Wo steht denn der Happy Sailor? Ja, wir fahren jetzt von hier nach Landshut in Bayern, dann fahren wir nach Bregenz in Österreich. Pfingsten sind wir in Salzburg, dann sind wir danach in Nördlingen, Darmstadt, Düsseldorf, Krange, Luxemburg, Bad Dürkheim, Stuttgart, Bremer Freimarkt, Soester Allerheiligenkirmes und dann schließlich zum Weihnachtsmarkt in Bremen. Ich finde es wirklich prima, Herr Hove, dass Sie dieses Geschäft noch so in Schuss halten und wirklich auch noch mit Herz daran gehen. Ich bedanke mich für das Interview, Herr Hove. Benötigt der Happy Sailor 5 Transporte und zum Aufbau rund 3 Tage. Einer geht noch. Werf rein, hau rein, gib Gas. Neben mir befindet sich Herr Hanstein, der Besitzer vom Überschlagsgeschäft Commander. Herr Hanstein, wann wurde der Commander gebaut und war er schon immer so, wie er jetzt ist? Nein, der Commander war nicht immer so, wie er ist. Er wurde 1992 ausgeliefert, allerdings noch mit Gondeln, die nur geschaukelt haben. Und es hat sich aber erwiesen, dass die Fahrt nicht so besonders war mit den Schaukelgondeln. Also ist er 1993 auf Überschlaggondeln umgebaut worden. Können Sie etwas zu den technischen Daten erzählen? Ja, das Karussell hatte eine Grundfläche von 23 Meter Tiefe, 24,40 Meter Front, einen Stromanschlusswert von 300 kW und ist 13 Meter hoch. Wie lange braucht man zum Auf- und Abbau von solch einem Geschäft? Ja, das kommt immer ganz drauf an. Ich sag mal, normalerweise braucht man 2 Tage zum Aufbauen und zum Abbauen um die 10 Stunden. Wenn es schnell gehen muss, kann man auch in einem Tag aufbauen und man baut auch in 5 Stunden ab. Wo wird der Commander noch stehen, außer hier auf der Osterwiese in Bremen? Ja, wir sind dieses Jahr unter anderem noch in Bonn auf dem Pützchensmarkt, Erfurt, Oktoberfest, Bad Homburg Laternenfest, jetzt anschließend sind wir in der Elmhorst, also wieder quer durch die Republik. Damit danke ich mich für das Interview, Herr Hanstein. Gern geschehen.
unglaublich. Neben mir befindet sich Lars Heißenbüttel, den ich schon seit einiger Zeit kenne. Deshalb interviewe ich dich aber nicht, Lars. Denn ich frage, du machst ja jetzt hier etwas für den Happy Traveler. Und was? Ja, ich erstelle für den Happy Traveler eine Computersimulation. Das heißt, man wird am Computer virtuell selber das Fahrgeschäft steuern können. Man wird den Happy Traveler langsam fahren lassen können, man wird ihn schneller fahren lassen können. Man wird die Lichter ein- und ausschalten können, halt wie im Original auch. Wie programmiert man denn sowas? Macht man das mit irgendwelchen Programmen? Ja, zum Bauen der Modelle benutze ich Google SketchUp Pro und zum Programmieren benutze ich Unity 3D und dort programmiere ich im JavaScript. Wo kann man die Simulation dann runterladen, wenn das fertig ist? Später auf meiner Facebook-Seite unter GKF German Chemist Factory. Dann bedanke ich mich für das Interview, Lars. Jo, kein Problem. 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. This is NRG. Neben mir befindet sich Victor, der Rekommandeur vom Fahrgeschäft Troika. Victor, was kannst du über das Fahrgeschäft Troika erzählen? Ja, ich sage erstmal Hallo und herzlich willkommen hier an der Troika. Und ja, der Besitzer ist halt Frankie Arendt aus Bremen. Und ja, was soll ich dazu groß sagen? Also Troika ist die Schneebahn hier in Bremen und halt einzigartig in Deutschland. Ja, wir haben einen Mittelbau, 20 Meter, ganz normal, wie Musik Express halt ist. Wir bauen ganz normal 8 Stunden auf, 5 Stunden bis 6 Stunden Abbau und halt von einem Platz zum anderen Platz bauen wir halbe Stunde, Stunde, 2 Stunden, kommt immer drauf an. Kannst du etwas zu der Steuerung erzählen, weil das sind ja sehr viele Knöpfe hier am Pult. Wie funktioniert das denn alles? Ja, ich sag mal, das alles ist hier Licht, das ist auch Licht, das ist Notaus, hier kann ich den Computer neu starten, hiermit fahre ich, hier habe ich die Bremse und das ist vorwärts, rückwärts und das ist alles Licht. Was wurde hier an der Troika vor kurzem verändert? Also wir haben vor kurzem hier die neuen Schneeflocken neu gemacht, diesen vom alten Plafond, die haben wir jetzt mit Lauflicht gemacht, denn jetzt in Kürze kommt das Lichtgitter neu. Beziehungsweise ist neu, da kommen jetzt aber noch neue LEDs rein. Dann haben wir die Spinne neu, die läuft jetzt mittlerweile wieder. Die kommt jetzt aber zur Peine auch nochmal neu, da kommen jetzt neue Spots rein. Beziehungsweise neue Bubbles. Ja, und was haben wir noch neu? Alles, was man so sieht. Wo steht die Troika noch so als nächstes? So wie ich weiß, fahren wir dieses Jahr Albersdorf an. Also wie jedes Jahr eigentlich, denn Peine und mehr weiß ich leider nicht. Also das kann ich jetzt noch nicht sagen. Vielen Dank für das Interview, Victor. Bitte schön. Los geht's, Baby!
Das war das Video hier von der Osterwiese in Bremen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Da der nächste Kirmesplatz noch nicht geplant ist und wir noch nicht ganz genau wissen, wo wir demnächst hinfahren, werde ich es in Kürze auf der Webseite bekannt geben. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Bummel überm Brummel. We're on the run.